Freunde, willkommen. Heute machen wir hier ein bisschen die Tür weiter. Mal gucken. Wir haben sie jetzt schon so weit runterfahren können. Ich weiß nicht, ob ich den Bereich hier noch einkürzen werde. Und ja. Aber so sieht das ja echt erstmal gut aus. Wir gucken jetzt erstmal bei uns in der Basis unten. Wie die Zentrifugen aussehen. Okay, das sieht alles gut aus. Okay, wir brauchen noch die Queries. So. Wie heißt das gleich noch? Gravel, okay, super. Okay. Und eine Idee war noch hier irgendwann anzufangen, die wie heißt es gleich noch, die Sachen von Crate einzubauen. So. So, ich bin am überlegen, ob ich jetzt einfach erstmal. Wie viele Strings haben wir denn? Okay, davon will ich noch ein paar mehr machen. Wie sieht das hier aus? Okay. Oh, Hilfe. Productive. So, kriegen wir ein paar mehr Strings. So. Ich wollte jetzt Absperrbänder bauen. Oder muss ich die mit Flatterband? Ist rot und weiß, ne? Stütze. Ich glaube, ich soll mal den Rucksack entleeren.
Okay. 20 hoch. Hi. Was geht? Und 68, 88 hoch. Wir die 30 hoch. Ja. Ja, freut mich auf jeden Fall. Ich habe jetzt vor, unsere Baustelle hier mit Pfosten abzugrenzen. Einmal so hier rum. Mit Flatterband, weil das ist ja eine Baustelle. Ja, oder? Und warte, ich hab da. Die Idee ist es. Wo sind wir hier? Okay. Also, du siehst ja, dass das so ist. Aktuell nur die linke Seite. Und geplant ist es, dass du das machen kannst. Und dann kommt hier noch eine Treppe vorgefahren. Das heißt, der Eingang zur Basis ist vom Schädel her geschlossen. Und wenn du dann hier den Knopf drückst, geht automatisch der Schädel auf und du hast Zutritt zur Basis. Das will ich noch irgendwie entweder mit einer Fernbedienung machen oder mit Security Cams, so dass wenn du hier den Weg langläufst, das automatisch aufgeht. Und dann hast du Zutritt zur Basis. Da sind wir jetzt gerade am Arbeiten dran. Ja, und sonst, ich weiß nicht, wie viel du schon noch nicht mehr gesehen hattest. Den mal raus, den mal rein. Bisschen Tageslicht. Wir haben hier unseren Fahrstuhlschacht. Und das hier ist dann unsere Base. Hier soll dann die ganzen Technik, Sachen und so weiter rein. Und hier unten sind unsere Bienen untergebracht, die für uns die Ressourcen. Ja, das war noch ein anderes Projekt wahrscheinlich sogar. So, Red.
Oh, Blue Moon. Ups. Okay, nice. Das ist eigentlich so bescheuert. Ich finde das lustig. So. Einfach rechts rein, ja, okay. Thank you.
Oh Gott. Puh, das hat mich erschreckt. So. Okay. So. Ist jetzt abgesperrt, ne? Finde ich gut. So. Wie sieht so Baustellenschild? Wie oft werde ich hier eigentlich vom Blitz getroffen, ey? Wie hoch möchte ich das Ganze denn hier haben? So, 76 bis 96.
Also 20. Bild auswählen. Baustellen. Schild. Okay, ich muss das Bild anpassen, das sieht ja mal kacke aus. So.
Hexe Generatoren sind schon geil. Sagen wir 40. Schwarz, Light Gray, Grau, Concrete. Achtunddreißig,
Thank you.
Dankeschön, Crimson. Na, soweit ganz gut. Ich versuche gerade ein Straßenschild zu bauen. Und bei dir? Ja, sauber, das freut mich. In Blood Magic, ja, da habe ich auch noch Bock drauf. Ich wollte genau hier in die Nasenlöcher den Altar reinsetzen, irgendwie sowas. Oder einfach nur hier die Opferkammer für Blood Magic reinsetzen, sodass du in den toten Schädel reingucken kannst und siehst, wie die Villager oder so geopfert werden, irgendwie sowas. Das war eine Idee. Aber Blood Magic, da habe ich auch Bock drauf. Hast du schon mal mit Blood Magic irgendwas gemacht? Ah, okay. Dann hast du genauso viel gemacht wie ich. Ich glaube, ich habe den ersten Altar und den ersten Orb gemacht und das war's. Und dann nur Videos dazu gesehen oder sowas.
Ja, aber ich muss dazu sagen, ich habe da wirklich Bock zu, weil das ist nochmal was komplett Neues, was ich noch nie gemacht habe. Und ich glaube, das wird ganz interessant. Und was ich halt so gut finde, ist ja wirklich, dass du durch die Questlines hier zumindest weißt, was du tun musst, weil ich sonst völlig aufgeschmissen wäre und mir nonstop Videos angucken müsste dazu. Und dann kannst du hier einfach die Sachen durchgehen. Und was ich halt auch so gut finde, ist, dass du hier eine Beschreibung dazu bekommst. Und ich glaube, über. Ach, wie heißt denn das? Über diese eine Mod, wo du relativ viel Sachen dargestellt bekommst. Gibt es die hier? Nee, für Blood Magic nicht. Ach, schade. Ich hatte an hier, wenn ich jetzt zum Beispiel Create nehme, an Ponder gedacht. Das wäre für Blood Magic cool. Aber ich glaube, in dem Anleitungsbuch dazu gibt es einen ganzen Haufen. So, 1, 2, Ja, denke ich auch. Und bestimmt hat hier irgendjemand schon mal mit Blood Magic oder so gearbeitet.
So, hier sind wir. Nice. Ha, ist das bescheuert.